Sie marschieren im Gleichschritt, es wird getrommelt und geturnt. So wie überall in Deutschland während des Nationalsozialismus wird auch die Aberhauser Hitlerjugend in militärischer Disziplin gedrillt. Die Aufnahmen, die zur neuen Ausstellung im Museum gehören, sind nicht nur irgendwo entstanden, sondern in Nordenham. Und das macht sie für die Nordenhammer so wertvoll. In der Ausstellung Rüstringer Heimatbund und Nationalsozialismus wird ein nationales Phänomen auf lokaler Ebene gezeigt. Sie zeigt Fotos von Aufmärschen und Kundgebungen in der Stadt, von fröhlich tanzenden Mädchen am Weserstrand, von zerstörten Häusern nach einem Bombenangriff in der Fuldastraße. An diesem Sonntag um 11 Uhr beginnt die Eröffnung.